Ja? Feiere Sai Vorgrim. Ja. Ardo Schleifstein, ja. Vorgrim Schleifstein. Vorgrim und Ardo zur Sicherheit einen Trank. Und ich kann nichts machen, außer normal drauf schießen. Sanyasa! So. Na? Wuchtschlag. Zusammenhalten! Ardo, Attacke! Den da. Und. Nicht den da. Ganz schlechte Idee. Ja? Feiris kann nicht heilen. War ihr! Feiris kann ihm aber noch eine Wunde verpassen. Komm, triff ihn. Gut. Ja, einer weniger. Es ist überstanden. Da kommt noch ein Ork angerannt, aber das ist nur ein Ork. Ja. Der dürfte kein Problem sein, Balsam, wenn er hier ankommt. Ja. Vorgang Luftschlag. Ardo draufhauen. Und gut ist mit dem Ork. So. Jetzt verteile ich mal kurz Verbände, auch wenn keiner verwundet ist. Weil das erhöht die Lebenspunkte-Regeneration etwas. Und regeneriert auch Leben. Was ich gut finde. Und Verbände habe ich eh genügend. Also komme ich mit denen auch klar. Hallo Oger, was hast du dabei? Ausgeblichene Knochen, die niemand braucht. Ich hänge ihn unter dem Pilz fest. Das soll auch mal einer von sich behaupten, der unter einem Pilz festhängt. So, die letzten beiden Oger sind enraged. Also alles auf einen Oger. Ja. Was? Bei meiner Treu! Was? Weiche! Okay, der auf mich losstürmt, der wird erstmal. Ei. Komplett ignoriert. War ihr! Drei Wunden hat er schon mal. Ei. Feiris kann mich mal heilen. So, der eine ist fast tot. Ich lasse mich mal etwas zurückfallen. Was? Helf mit einem Fulminictus nach. Angriff! Vorgriff. Standardattacken. Und dann dürfte der auch kein Problem mehr sein. Zwei Wunden hat er schon mal. Gleich kommt die dritte von Feiris. Mann, ich brauche dringend mal den Trainer, der Feiris die mächtigste Fernkampffähigkeit mit beibringt und wie er den Scharfschützen, beziehungsweise ich weiß ja eigentlich, wie ich den Scharfschützen lernen kann. So, einmal Heilung und dann ist der auch weg. Worauf ich ihm auch immer gerade rennen wollte, war nicht gut. Sieg ist unser! Die Orks sind auch erledigt. Wo war der Ork-Schamane? Hier.
So. Hier ist nochmal ein versteckter Schatz. Und so wie ich das sehe, war es das. Das war's mit den Orks. Nein, das sind nur zwei Schwarzbären. Okay, die Orks sind erledigt. Jetzt gehen wir zurück zu Talaria, holen uns Quano, damit er die beiden Kisten für uns öffnet, und dann geht's zurück zum Vogt. Die beiden Quests abgeben. Ja, läuft doch alles wie geschmiert. Und dann, bevor wir in den Tempel gehen, gucke ich nochmal bei den Trainern in Nadoret vorbei, ob die mir auf jeden Fall den besseren Schuss, weil ich brauche meine Ausdauer eh kaum, außer zum Heilen mal. Boah, 56. Das ist echt eine Notfallheilung für meine gesamte Gruppe. Also Ardo, mal kurz ansprechen. Was gibt es denn? Bleib mal bitte bei der Talaria. Ich brauche jetzt Quano. Ja, bitte. Bitte begleite mich, Quano. So. Dann erst einmal verborgenes Tal. War vorbei an den Bären. Weil hier in dem Tal sehe ich sonst nichts an Gegnern. Wahrscheinlich hier drüben noch die Harpien, die ich von oben gesehen habe. Von unten. Aber ansonsten müsste das hier... Immerhin habe ich hier den Ork-Anführer getötet. Also war das wahrscheinlich das letzte Lager. Vor allem war es auch ziemlich schwierig, ja. Das Lager. Boah, was schleichst du heute so, Quano? So. Einmal Sesam, öffne dich bitte. Wird gemacht. Dukaten. Giftpfeile. Ja. Und... Helme, die nichts bringen. Fellstiefel und Fellarmschienen. Naja, immerhin etwas, das wir verkaufen können. Genug Erfahrungspunkte müssten wir auch zusammen haben, um dann die nächste Sache zu lernen. Wie weit ist es eigentlich bis auf Stufe 11? Ach, 8500. Also ich glaube nicht, dass wir noch viel weiter höher kommen werden. Vielleicht maximal Stufe 15, auch wenn das hier bis Stufe wie viel angegeben ist? Stufe 16. Okay, ich habe auf 15 getippt. Das ist die doppelte Erfahrungszahl, die wir jetzt gerade haben. Da müssen aber schon gut Erfahrungspunkte dazukommen, dass wir das erreichen können. Aber gut. Hier sind wieder neue Wölfe aufgetaucht. Scheinbar. Von denen lassen wir uns aber nicht beirren. Wir gehen einfach da oben zu dem Orklager. Ah, da glitschen gerade noch die Orks durch, bevor sie sich auflösen. Netter Effekt. Kann passieren. Das sieht eigentlich gar nicht wirklich aus wie ein Orklager, muss ich zugeben. Eher wie so ein Feldlager von einer Armee. Ja. Na gut, das war auch eine Ork-Armee, was ich hier habe.
Gut. Schloss geöffnet. Gucken wir mal rein. Ein Stachelschild. Stachelschild. Effekt Rüstungsklasse linke Arm plus 2. Naja, nicht wirklich. Also das macht minus 3, 3, aber das macht minus 3, 4. Deswegen ist das besser. Und das hier sind Kriegshämmer der Orks. Und eine Braka. Ebiaka. Alles nicht so besonders wertvoll. Gulmon-Tee-Pfeile können wir zu ihr rüber. Das kann eigentlich dann alles verkauft werden. Habe ich aus Versehen auf der anderen Seite jetzt sowas gelagert? Ja, das hier. Und ansonsten Jagdtrophäe für Wildschwein. Und wir haben fast 300 Dukaten. Ah, 100 Pfeile. Das kann ich mal hier unten hin sortieren. Pfeile, so, die Giftpfeile kann sie dann von mir aus in dem Tempel verbraten. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass der Tempel auch wieder ein bisschen schwieriger werden dürfte. Und nein, die Riesenhirschkäfer sind respawned. Ärgerlich, ärgerlich. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns an denen vorbeischleichen. Und dann hoffen wir mal, dass wir wirklich alle Orks erwischt haben. Eigentlich müsste es ja reichen, dass wir den Orkanführer getötet haben. Ja, hier. Ist die Brücke. Steinbrücke, ab zurück zum Landvogt. Ja. Was ist euer Begehr? Ich habe mich der Wildschweine angenommen. Hier der Kopf des Keilers. Nun, vielleicht wird diese Jagdtrophäe dem Domizil zu einem erträglicheren Anblick verhelfen. Auch wenn ich da noch meine Zweifel habe. Ach ja, ihr wollt ja sicher eure Belohnung. Jupp. 7 Dukaten 50, 7 Dukaten 5 Silber ist gut. Hat er noch was? Unglücklicherweise muss ich euch da enttäuschen. Meines Wissens treibt sich zum Okay, was die Orks angeht. Überrascht mich mit einer guten Nacht. Einige Orks sind noch ich übrig. Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr nicht einige, sondern alle Orks beseitigt. Okay, das dürfte kein Problem sein. Dann treiben sich hier wirklich noch Orks rum. Okay, die Orks. Ha, ein einziger Ork, ist das euer Ernst? Dann komm her, du. Töte die Wildschweine und das Quest ist, der Quest ist noch offen. Der Auftrag. Tatsache. Du, einer Ork, warst schuld. Zurück zum Vogt. Hallo. Was ist euer Begehr? Bitte. Ja, Überraschung. Alle Orks sind beseitigt. Das wurde aber. Oh, für 25 Dukaten. Ich danke euch trotz allem für eure Mühen. Hier, nehmt diese Belohnung. Jetzt kann ich endlich Gäste empfangen und meine Langeweile mit ihnen teilen. Na, mach das, Kumpel. Für uns geht's jetzt zurück zur Talaria. Aber an dieser Stelle. Ach nö. Die Jagd auf das Koscher-Wappentier, den Eber, ist Privileg des Adels. Daher ist es eine große Ehre, wenn euch der Vogt hier die Erlaubnis erteilt hat. Ach ja, ja. Was kann ich für euch tun?
Im Moment nichts. Wir geben uns nur schon mal auf das Schiff. Und ich würde sagen, wir haben immer noch den Hund hier. Haben wir eigentlich sonst noch was Interessantes bekommen hier aufs Schiff? Sehe ich jetzt so nicht, aber egal. Ich würde mal sagen, ich speichere hier wieder. LP033 speichern. Und dann mache ich einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.